Hier stehen wir vor der gotischen Theodorskirche im Kleinbasel. Sie ist im Jahr 1084 urkundlich erwähnt worden. Und dieser Gegend hier hat man selbst mal noch Niederbasel gesagt. Und das Gotteshaus hat kirchenrechtlich zum Bistum Konstanz, grundrechtlich aber dem Basler Bischof gehört. Und beim grossen Erdbeben von 1356 sind beide Türme von der ersten Theodorskirche eingestürzt. Auch bei diesem Schauplatz will ich Ihnen zwei Anekdoten erzählen. Einer der früheren Seechristen hat insgeheim in der Sakristei ein paar Fässer Wein eingelagert und auch einen kleinen Weinhandel betrieben. Da kann man nur noch ein kirchliches Prost dazu sagen. Einer der Theodorskirchen, Pfarrer, hat die Aufmerksamkeit von seinem Publikum mit wirksamen Ideen gefördert. Einmal sei er am Sonntagmorgen mit einem grossen, gelben Brief durchs ganze Kirchenschiff durchgerannt und hat Leute gerufen: Halli, hallo, die Post ist da! Alle sind verschrocken. Ja, was bringt uns denn die Post? Hat er gefragt. Und auf der Kanzel oben den Brief aufgemacht und erklärt: Wunderbar, es ist ein Brief vom Apostel Paulus. Und dann ist eine ganz normale Predigt gekommen. Aber mit diesem Trick hat er natürlich den Kirchgänger, den Kirchenschlaf, vertrieben. Das ist ein Epitaph hier, das Grabdenkmal für Andreas Merian Iselin. An der Aussenmauer von der Theodorskirche im Kleinbasel. Bevor aus dem Eidgenössischen Staatenbund ein Bundesstaat geworden ist, hat man noch jedes Jahr einen sogenannten Landammann als obersten Vertreter der Schweiz gewählt. Das Amt, der jetzige Bundespräsident, hat auch noch 1806 der Basler Bürgermeister Andreas Merian übernommen. Er hatte es nicht leicht, besonders in Sachen Außenpolitik. Der Kaiser Napoleon, der selbst mal Europa regiert hat, hat der Familie Merian Schmugglerei vorgeworfen. Auch Basel intern hat er einen starken Gegner gehabt, der Rotschreiber Peter Ochs. Die beiden haben sich regelrecht gehasst. Aber schimpfen wir jetzt nicht auf den Mann, der mit Geburtsort Buss eigentlich ein halber Baselbieter war, sondern zitieren wir Sätze aus seiner bekannten Münchensteiner Rede. Ordnung in allen Dingen ist die Seele menschlicher Glückseligkeit. Sie ist von der gütigen Vorsehung der ganzen Natur vorgeschrieben, vom Regenwurm bis zum Löwen, vom kleinsten Dornstrauche bis zum Gipfel der erhabenen Eiche geht alles den Gang der Natur. Und freuen wir uns mit dem Andreas Merian, dass er hier im Kleinbasel ein so ein würdiges Denkmal gefunden hat.